Herzlich willkommen beim Wachstumsfeuer-Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum mit Nico Juranek. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Entscheidungen, weil eben sich viele Menschen so unglaublich schwer damit tun, auch nur die einfachsten Entscheidungen herbeizuführen und ja, verbrauchen damit eine enorm große Menge an Energie, die sie vielleicht an anderer Stelle viel besser benötigen würden. Und ich habe letzte Woche ein super cooles Buch gefunden und eine tolle Regel kennengelernt, die ich mit dir teilen möchte, wo ich dir zeige, wie du mit einem simplen Tipp so ziemlich jede Entscheidung in kürzester Zeit treffen kannst und so gesehen sehr viel Energie sparen kannst. Ich freue mich schon darauf, auch dass du da bist, und lass uns jetzt in die Episode hineinstarten. Die Qual der Wahl. Großen Entscheidungen geht oft eine längere Nachdenkphase voran. Also wenn du dir vielleicht so denkst, ja, soll ich jetzt wirklich trainieren gehen, weil eigentlich habe ich jetzt gerade absolut keine Lust. Und da stehen dann die Chancen ziemlich gut, dass man es nicht mehr macht. Und das ist gerade dann, wenn der Tag dann doch irgendwie schon fortgeschritten ist und so die Willenskraft schon etwas nachgelassen hat, weil man sich mit so vielen anderen mental anspruchsvollen Tätigkeiten auseinandergesetzt hat. Ja, und danach hat man dann natürlich wieder ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, okay, eigentlich hätte ich dann doch Zeit gehabt, hätte ich es doch machen können und jetzt habe ich es erst recht nicht gemacht, obwohl ich es mir vorgenommen habe, und ja, ist einfach doppelt bitter. Und ähnliche Szenarien wie das sind zum Beispiel in der Früh, wenn du vor dem Kleiderschrank stehst und einfach denkst, was soll ich heute anziehen? Soll ich das eine schwarze T-Shirt anziehen? Soll ich mein weißes Lieblingshemd anziehen? Soll ich lieber gemütlich oder doch elegant gehen? Da können dann schon ein paar Minuten vergehen, bis man sich entschieden hat, und das raubt einfach so viele mentale Ressourcen. Oder wenn du überlegst, ob du jetzt zu lernen anfangen sollst oder irgendeine Tätigkeit machen sollst, wo du merkst, okay, es regt sich da voll viel Widerstand in dir und du willst es eigentlich gerade gleich machen. Oder aber auch so in der Früh, einfach so wie im letzten Beitrag zur Morgenroutine, wo ich gesagt habe, wenn einfach der Wecker geht und du dir vorgenommen hast, aufzustehen, und jetzt merkst du, okay, es ist jetzt eine Stunde früher als sonst und eigentlich würdest du noch so gern weiterschlafen. Das sind so alltägliche Situationen und die können einfach so viel Energie kosten, die wir an anderer Stelle aber so viel besser brauchen könnten. Und da möchte ich dir jetzt einen neuen smarten Tipp zeigen, den ich jetzt letzte Woche selbst gefunden habe und der mir aber selbst bei der Entscheidungsfindung inzwischen schon wirklich, wirklich sehr geholfen hat. Das ist nämlich die 5-Sekunden-Regel von der Mel Robbins. Ist ein Buch von ihr, das ich dir nur empfehlen kann. Link ist im Blogbeitrag. Und ja, demnach kann man jede Entscheidung einfach in 5 Sekunden treffen, wenn ich merke, dass ich einfach zu zögern beginne. Egal wie groß oder wie klein sie ist. Und eben beim Aufstehen wäre es zum Beispiel, wo ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt einfach früher aufstehen, wo ich gemerkt habe, okay, soll ich das jetzt wirklich schon? Ich würde echt gerne liegen bleiben. Und dann habe ich einfach von 5 runtergezählt. 5, 4, 3, 2, 1 und ich bin aufgestanden. Gar nicht viel nachgedacht. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den man machen kann, wenn man da dann einfach nachdenkt. Und wenn man so einfach diese Routine etabliert hat, und zugesehen, diese 5 Sekunden helfen da extrem, dann braucht man nicht nachzudenken und ja, macht einfach. Und bei mir ist es dann einfach, dass ich dann gleich einmal so eine eiskalte Dusche mache, 3 Minuten, und dann bin ich eh schon wach. Und dann 2 Stunden später bin ich dann extrem froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich den Morgen wirklich gut und produktiv nutzen konnte. Weil oft ist es dann auch so, wenn man sich dann quasi so liegen lässt und einfach, ja, später irgendwann aufwacht, dann ist man erst recht irgendwie verschlafen, weil der Schlaf auch nicht wirklich eine Qualität hat, und gemacht hat man dann auch nichts wirklich und ja, fühlt man sich auch nicht wirklich gut an. Oder auch anhand des Beispiels mit dem Lernen da, wenn man jetzt überlegt, soll ich jetzt wirklich gleich zu lernen beginnen oder soll ich jetzt noch etwas Pause machen und mich etwas erholen oder diese andere Tätigkeit machen. Dann sehe ich auch wieder 5, 4, 3, 2, 1 und ich sitze dort und bin dann 3 Stunden wieder froh, dass ich es gemacht habe und dass nicht wieder etwas anderes dazwischen gekommen ist. Ein großes Thema ist, glaube ich, auch einfach diese Angst vor Entscheidungen. Habe ich auch in einer frühen Podcast-Episode schon mal abgehandelt. Aber man merkt eben, dass viele Menschen Angst haben, dass wenn sie sich für etwas entscheiden, dass sie dann auf etwas anderes verzichten müssen. Und natürlich gibt es so gesehen diese Opportunitätskosten. Und ein bildliches Beispiel ist da vielleicht das Beispiel eines Ganges, von dem verschiedene Türen wegführen. Also
bildlich gesprochen ist jede dieser Türen eine neue Möglichkeit, für die du dich entscheiden könntest. Und du weißt aber vielleicht noch nicht, hinter welcher dieser 10 Türen da jetzt quasi die beste Chance ist oder wo du hingehen solltest. Und ja, aus Angst bleibst du da einfach einmal stehen und schaust. Und natürlich, wenn man sich da jetzt für eine Tür entscheidet und durch diese durchgeht, dann verzichtet man gleichzeitig auf alle anderen. Aber gleichzeitig möchte ich dir diese Angst nehmen, weil nicht jede Entscheidung so, ja, irreversibel ist, also gar nicht mehr unumkehrbar ist. Weil oft genügt es schon, sich einmal für eine Tür zu entscheiden und sich das festzulegen. Zum Beispiel, ja, die eine ist mir da sympathisch und das schaue ich mir an. Und neugierig gehst du durch die Tür, machst sie auf, schaust durch und theoretisch könntest du gleich schon wieder merken, okay, es ist dann doch nicht so dahinter, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann kehrst du wieder um, machst die Tür wieder zu und bist wieder im Gang und kannst dich noch den anderen verbliebenen 9 zuwenden. Und so hast du etwas gelernt und kommst trotzdem voran, weil du ins Handeln gekommen bist. Also wirklich so immer eins nach dem anderen, aber eben nichts gleichzeitig zu machen. Und umgekehrt aber, wenn man immer nur im Gang bleibt, weil man sich nicht entscheiden kann, dann wird man eben nie wissen, was sich hinter der Tür befindet. Und eine schnelle Entscheidung kann hier sicher den Unterschied machen. Bringen wir uns zum nächsten Punkt, dass eben das lange Nachdenken wirklich selten hilft. Weil es ist oft leichter, etwas zu machen, wenn man nicht allzu viel darüber nachdenkt. Weil vielleicht kennst du das auch, wenn du dann so denkst, das ist jetzt eine größere Entscheidung und da brauchst du jetzt besonders viel Nachdenkzeit. Aber genau dann tendiert man oft dazu, die kreativsten Gründe zu finden, warum man das nicht unbedingt jetzt gleich entscheiden kann, sondern dass eben ein späterer Zeitpunkt noch besser geeignet wäre, weil man dann vielleicht noch mehr weiß, weil man mit anderen Menschen reden konnte, weil man mehr lernen konnte, mehr Erfahrungen sammeln konnte. Also lauter solche Sachen. Aber oft spielen die gar nicht so hinein, wie wir das oft glauben. Und auch die Folgen der Entscheidung sind oft gar nicht so schwerwiegend, wie uns das einreden möchten. Weil wir glauben oft, dass es so endgültig ist, aber das ist es in den wenigsten Fällen nur. Und von dem her glaube ich, dass es wirklich gut ist, viele Entscheidungen einfach binnen kürzester Zeit zu treffen. Weil es eben häufig nur Ausreden sind, durch die wir uns da irgendwie rational versuchen weiszumachen, dass es jetzt gerade nicht passt und dass wir uns eigentlich nicht mit der unangenehmen Situation beschäftigen wollen. Aber ja, kennst du sicher auch, wie das so ist, wenn man sagt, es wird später, dann wird es im Später meistens nie. Und man hat wieder diese Chance verpasst. Ja, und ich lade dich deswegen ein, der 5-Sekunden-Regel einmal eine Chance zu geben und einfach mal zu probieren und sie irgendwo einzusetzen. Gerade wenn du dich vielleicht vor einer gefühlt schwierigen Entscheidung findest, weil meistens die Entscheidungen leichter sind, als du denkst und du dankbar sein wirst, dass du deine wertvolle Energie für andere wirkliche wichtige Sachen aufgebracht hast. Also, ich denke, die Antwort 5, 4, 3, 2, 1 und du machst es einfach und wirst, ja, hoffentlich sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Wie immer freue ich mich, wenn dir die Episode gefallen hat, dass du einen Screenshot auf Instagram machst und mich teilst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Geh raus und lebe dein inneres Wachstumsfeuer.